Ey, Mann, ich muss das jetzt echt machen, Alter. Einfach löschen. Macht mich so traurig, Alter. Macht mich so traurig. Du möchtest alle Videos auf dieser Seite löschen. Der Löschvorgang kann nicht rückgängig gemacht werden. Bestätige daher bitte, dass du 30 Videos löschen möchtest. Sogar gleich 30. Mann. Videos werden gelöscht, bitte warten. Früher ging das immer direkt. Wie lange soll das denn dauern? Ha, Digga. Das dauert ja richtig lange. Muss jetzt die Seite immer neu laden. Boah, ätzend. Ah, dann legen wir mal los. Hallo ich meine lieben Freunde und willkommen zum vielleicht letzten Video hier auf meinem Kanal. Und zwar habt ihr schon im Pre-Intro gesehen, ich habe alle Videos auf meinem Kanal gelöscht. Nicht privat gestellt oder nicht gelistet oder sonst was, einfach gelöscht. Ich habe die letzten 3 Jahre lang Metin 2 Videos hier auf dem Kanal Sascha LP für euch gepumpt. Wir sind durch gute und schlechte Zeiten gegangen und haben es sehr, sehr gut gemeistert. Wir haben auch mehr oder weniger ein paar Zeichen in der Szene gesetzt. Wir haben auf jeden Fall recht viel bewirkt. Haben viel Spaß gehabt, sind sämtliche Projekte durchgegangen, haben viele Erfahrungen gemacht, gute und schlechte. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir alle diese Erfahrungen einfach löschen. Und zwar in diesem letzten, vielleicht letzten Video auf meinem Kanal. Wie es dazu gekommen ist, sage ich euch jetzt. Gestern am Donnerstag um circa 12 Uhr ging es los, dass sämtliche Videos von mir gelöscht wurden. Ich möchte jetzt nicht unbedingt den Grund nennen. Ich denke mal, die einen oder anderen haben es gesehen, aber ich möchte es halt allgemein nicht so breit treten, weil ich das nicht so cool finde. Trotz alledem wurden von den letzten 3 bis 4 Monaten komplett alle Videos gelöscht. Und ich wusste gar nicht, wie ich reagieren soll. Es waren, glaube ich, über 200, 250 Videos, die von mir gelöscht wurden. Und ich habe den Entschluss entfasst, dann komplett wirklich alle Videos zu löschen. Alle guten und schlechten Erfahrungen, die wir auf diesem Kanal gemacht haben, einfach komplett zu vernichten. Und das seht ihr jetzt hier im Hintergrund, beziehungsweise im Vordergrund, weil wir haben ja nicht mal eine Facecam. Ja. Mich haben auch schon sämtliche Leute zugespammt, beziehungsweise überall Fragen gestellt. So, jo, was ist mit dir los, Sascha? Wo sind die Videos? Was ist passiert? Auch bei Christian, an der Stelle kann ich mal ein paar Screens einblenden. Haben die Leute schon unter den Videos gefragt oder ihn privat? Ich kann euch jetzt allgemein mal die ganzen Screens einblenden oder ein paar von denen, die ich abgescreent habe allgemein. Ich möchte einfach hiermit ein Statement setzen. Ich möchte hiermit raushauen, wie es weitergeht und euch nicht im Dunkeln sitzen lassen. Ich möchte jetzt nicht erst ein paar Tage warten und die ein oder anderen Leute zittern da schon rum oder fangen an zu flamen oder so, das möchte ich nicht. Ich möchte, dass ihr wisst, wie es weitergeht, für die Leute, die mich wirklich gerne schauen und meine Metin 2 Videos einfach feiern. Und zwar, auf meinem Kanal wird es folgendermaßen weitergehen. Ich habe ja gesagt, dass ich jetzt endgültig alle meine Videos gelöscht habe, die ich in den letzten 3 Jahren gemacht habe. Das waren so circa 900 Stück. Ich hatte relativ krasse Statistiken auch. Die kann ich jetzt an der Stelle mal einblenden. 4 Millionen Kanalviews, 100.000 Likes. Also nicht schlechte Statistiken auf jeden Fall. Ich kann euch jetzt erstmal safe sagen, auf diesem Kanal wird es weitergehen. Vorerst. Auf dem Kanal Sascha LP wird weiterhin Metin 2 Content gepumpt. Das erleichtert vielleicht den einen oder anderen jetzt, den einen oder anderen, aber vielleicht auch nicht. Ihr müsst euch definitiv vorerst auf weniger Metin 2 Videos einstellen. Allerdings habe ich halt wie gesagt alle Videos gelöscht, um damit auch so sozusagen diese Chance in Anführungsstrichen zu nutzen und einen Neuanfang zu machen. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei euch ankommen wird, was die Allgemeinheit von euch sagen wird. Ich kann mir vorstellen, dass die ein oder anderen das nicht so cool finden, dass ich jetzt alle meine Videos gelöscht habe, weil man einfach so die Entwicklung nicht sieht. Und allgemein mein Werdegang kann man sich jetzt nicht mehr anschauen. Oder allgemein alte, lustige Videos, Best-ofs, Videos mit meiner Freundin, allgemein coole, lustige Videos. Alles ist einfach weg. Aber ich nutze jetzt diese Sache einfach als Neuanfang. Es wird hier weitergehen auf meinem Kanal mit Top-Qualität, wie ihr es in den letzten Videos kennt, für meine Verhältnisse. Und ich möchte damit einfach, wie gesagt, einen Neuanfang machen. Und mich würde sehr freuen, wenn ihr das Ganze unterstützen würdet, wenn ihr in die Kommentare schreiben würdet, ob ihr das cool findet oder eher nicht. Würde mich sehr freuen, unterstützt mich auf jeden Fall, lasst ein Like da, um mich zu motivieren. Wäre auf jeden Fall richtig fresh von euch und wir müssen auf jeden Fall schauen, wie es weitergeht. Ja, im Hintergrund seht ihr, wie gesagt, wie ich alle Videos lösche in Zeitraffer, weil das hat einfach übertrieben lange gedauert. Also 25 Minuten oder so und das war einfach viel zu lang. Und ja, ich würde sagen, das war es auch schon von diesem kleinen Statement-Video. Ich werde das jetzt direkt für euch hochpimmeln. Lasst ein Like da, auch wenn es euch nicht gefallen hat. Und ja, ich hoffe, jetzt sitzt ihr nicht mal ganz so im Dunkeln und wisst, was abgeht. Haut rein. Ich liebe euch. Und das nicht zum letzten Mal. Love you.